Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Recht herzlich willkommen zur 10-Euro-Überraschungsshow, liebe Zuschauer. Ein Moment, auf den Sie sicherlich gewartet haben, denn wir haben jeden einzelnen Artikel in den kommenden knapp 30 Minuten auf gerade mal 10 Euro für Sie herunterreduziert. Und das ist Schnäppchenjagd vom Allerfeinsten. Sie dürfen gerne pro Besteller bis zu 5-mal zugreifen pro Artikel. Da können Sie natürlich nochmal richtig ordentlich absahnen, auch für Freunde und Bekannte. Jetzt wissen wir beide aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, was kommt. Die Einzige, die weiß, was wir Ihnen zeigen werden in den kommenden 30 Minuten, ist unsere Diana und die steht schon vorne in den Startlöchern. Die holen wir jetzt gerne mal für Sie dazu. Wenn was dabei sein sollte, rufen Sie gerne an unter der 0800 51 51 und 3x die 4 machen Sie das bei uns. Sie, wie Sie das gewohnt sind, logischerweise Hallöchen. Gebührenfrei. Hallöchen. Guten Abend. Dankeschön. Halten Sie sich fest und schnallen Sie sich an. Wir werden Sie auf eine Reise mitnehmen, vollgepackt mit tollen Produkten für nur 10 Euro. Und ich sehe schon, das erste sieht aus wie eine Licht. Lampe. Das ist Licht für draußen. Das ist ein Bewegungssensor, ne? Sehe ich. Ja? Mit Bewegungssensor, ganz genau. Ein richtig Sehr heller gut. sogar. 300 Lumen stark. Das ist also schon ein richtiger Strahler, den wir hier haben. Ein kabelloser LED-Außenstrahler. Logischerweise mit Bewegungsmelder ausgestattet, wie sich das für einen vernünftigen Strahler gehört. Das heißt, der geht dann an, wenn sich etwas im Einzugsbereich des Bewegungsmelders tut. Und geht dann auch automatisch wieder aus. Ist natürlich genauso das, was man braucht. Bei so einer dunklen Ecke zum Beispiel, bei so einem dunklen Treppenaufgang oder beispielsweise an der Garage oder sowas, wo dann vielleicht so die Garagentür hinten so ein bisschen im hinteren Bereich so ein bisschen versteckt liegt, wo man natürlich dann als Langfinger gerne mal ungestört versucht, so eine Tür zu knacken. Da kannst du so etwas gebrauchen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr helles Licht, was hervorragend und zuverlässig funktioniert. Batteriebetrieb über die LED-Beleuchtung brauchst du definitiv nicht viel Energie, mal, wird also lange halten. Ui, die ist aber hell. Das habe ich genau reingeguckt. Das ist Magie. Nur mit Magical Hands kannst du das machen. Ja. Guck mal, wie ich. Der ist richtig hell. Die kann man in alle Richtungen drehen, sehe ich gerade. Also da können Sie das anschrauben an die Wand und dann dahin richten, wo Sie Licht brauchen. Und die ist so hell wie unsere Scheinwerfer, würde ich mal sagen. Ne? Unglaublich hell. Das Jetzt ist LED, man auch an. Ne? Guck mal. Ich habe meinen auch angekriegt. Das, ich habe dir geholfen. Kannst du Guck einstellen. Mal, wie hell der ist, Carsten. Ja, ich gerade schon reingeschaut. Unglaublich, ne? Wahnsinn. Kannst du mir jetzt einstellen, wie lang der leuchten soll? Von 5 Sekunden bis hin zu 7 Minuten ist alles möglich. 7 Minuten? Ja, wow. 7 Minuten kann der leuchten. Das ist super, wenn du jetzt mal irgendwo einen Weg oder was von der Garage mal zur Haustür oder sowas ausleuchten möchtest. Da brauchst du vielleicht dann mal ein bisschen länger als 5 Sekunden für. Dann kannst du das dementsprechend ausleuchten. Du hast einen breiten Erfassungswinkel über einen Bewegungsmelder mit 12 Meter Reichweite. Das heißt also auch auf eine weitere Distanz springt der schon entsprechend an. Und auch die Empfindlichkeit lässt sich einstellen. Der muss also nicht bei jeder Bewegung eines Baumes oder eines Astes dann eben die Strahlleistung von sich geben, sondern wahrscheinlich auch erst dann, wenn sich eben jemand Magic. Nähert. Magic. Also echt magisch, magisch, kann man nicht anders magisch, sagen. Magisch. Der lässt sich ganz einfach in alle Richtungen drehen und auch noch hier hoch und runter. Ich kann mir das auch gut vorstellen, so im Türbereich. Weißt du, wenn man ja. abends so das Schlüsselloch sucht, ja. kann man den mal anbringen. Oder so einen Kellerabgang, Kelleraufgang, wo man eben im Dunkeln schon mal leicht fällt. Das ist also wirklich super praktisch hier. Ja. Die und man darf es bis zu 5-mal bestellen. Ja, also da kannst du wirklich mal ein paar verschiedene Bereiche deines Grundstücks vernünftig ausleuchten und das eben mit einer Dauer deiner Wahl. Die Lampe bringt in allen dunklen Ecken im und am Haus Licht. Ohne aufwendige Montage, ohne Schalter, schreibt uns der Chris aus Hennstedt-Ulzburg. Und die Sirene aus Meerbusch ergänzt noch für Garten und Gartenhäuser. Sehr zu empfehlen. Mit der Bestellnummer NX 4952 und der 569 bekommen Sie unseren 300 Lumen starken Außenstrahler. Natürlich wind- und wetterfest. Ein sehr schöner Start. Sehr schöner Start. Ja, ja. Ich liebe ja unsere Lichtsachen, die wir so haben. Und gerade diese Bewegungsmelder sind ausgesprochen praktisch. Mhm. Und der war hell, ne? Der war sehr hell. Mein 300 Lumen immer noch etwas Ansage, geblendet, ja? muss ich zugeben. Wie spät ist es? Wie spät es ist? Wie spät ist es? Guck mal, das Moment. Muss irgendwas mit Uhr zu tun haben. Also was denn Uhr für 5 Euro? Das ist Wahnsinn. So, jetzt pass auf. Haben wir zwei verschiedene Varianten, Damen und Herren? Ja, wir haben eine Herrenarmbanduhr mit Weckfunktion und eine Damenweckfunktion. Ich kann sagen, das Herren kann ich auch tragen. Das ist jetzt voll im die Trend. Sind, die Boyfriend. Sind Boyfriend. Nicht sex, oder? Ob das sieht man, dass du hast Boyfriend. Obwohl du hast nicht, aber... Das ist doch traurig dann.
Überhaupt nicht traurig. Die Uhr kann tatsächlich sprechen. Das ist die Sensation an dieser Uhr. Wie kann sprechen? Die sagt dir die Uhrzeit. Die sagt dir die Uhrzeit? Die sagt dir den Wochentag auch und hier spricht Deutsch und ist gut verständlich. Talking. Sprich Deutsch. Achtung, Achtung. Sogar Uhr sprechen Deutsch. 19:05 Donnerstag. Ich höre Stimmen. Nochmal. Also Wochentag und Uhrzeit werden Ihnen hier angesagt. Was passiert mit den anderen Knöpfen? Aha. Ist eine Stoppuhr. So, warte, was ist hier? Oh, das ist ja cool. Ja, es ist gerade, also wenn man nicht mehr so gut sehen kann oder sagen wir mal, wenn man seine Brille nicht aufhat und das einfach nicht lesen kann, das Ziffernblatt, ist das natürlich eine unglaubliche Erleichterung. Ist ein echter Hingucker und die sieht super aus in diesem Retro-Look. Der hat ein ganz elegantes Ziffernblatt. Wecker ist an. Der sagt dir ja auch die anderen Funktionen. Also wenn du hier Einstellungen vornimmst, sagt er dir ganz klar hier, Achtung, ich höre mal kurz rein. Das ist ja mal cool gedacht hier. Oder eben Alarm einstellen. So, oder eben die Uhrzeit und den Wochentag. Es ist 19:06 Donnerstag. Ha, das finde ich mal richtig cool. Aber so in der Nacht mal eben kurz zur Uhr greifen, lässt dir die Uhrzeit ansagen, anstatt in so ein helles Handylicht. Guck mal, aber das ist diesen Retro-Stil, ne? Sieht wirklich cool aus. Ich gucke jetzt an dich und das gefällt mir. Angenehm zu tragen, finde ich. Sieht sehr cool angenehm aus. Zu tragen. Sogar mach so. Ich mag das, wenn die so breite Armbänder haben. Ne? Sieht absolut klasse aus. Du hast jetzt die Damenuhr um, Diana. Guck mal, wer ist das? Die sind Retro-Mann. Du bist ein Retro-Mann, Carl. Ich bin ein Retro-Man. Du bist nicht Superman, sondern Retro-Man. Also, die Diana hat die Damenuhr um. Die ist ein bisschen schlanker, ein bisschen eleganter. Hat aber genau die gleichen Funktionen. Sagt Ihnen auch mit einer Sprachansage, wie spät es ist und welchen Wochentag Sie haben. Die Rita aus Kleinmachnow schreibt, die Uhr ist ein echter Hingucker und verblüfft durch die präzise Sprache. Besonders als Weckerersatz zu empfehlen, da das Wecken durch die Zeitansage angenehmer ist als ein schriller Weckton. Ja, das kann ich nur unterstützen. Es gibt ja die schrecklichsten Wecktöne hier. Hier wird man einfach mit der Uhrzeit geweckt. Also die sprechende Herrenarmbanduhr mit Weckfunktion hat die Bestellnummer NC 7190569 und die sprechende Damenarmbanduhr mit Weckfunktion hat die Bestellnummer NC 7191 und die 569. Hier sehen wir sie nochmal. Die sieht absolut schick aus, finde ich. Dieser Retro-Look mit dieser Digitalanzeige ist einfach der Hammer. Hier sind die Leute mit so einer Glocke durch die Stadt gelaufen. Hört ihr Leute und lasst euch sagen. Du, hier in Dassel, der Kirchturm, ich habe das voll drauf schon. Ja. Wenn er einmal klingelt, ist Viertel nach. Wenn er zweimal klingelt, ist Dreiviertel, wie wir in Süddeutschland sagen. In Norddeutschland Viertel vor. Viertel vor 12 ist tödlich. Da bimmelt er eine halbe Stunde, oder? Ja, um 12. 11 Mal und dann nochmal dreimal dumm. Ja. Aber die hören irgendwann abends um 9 oder 10 auf. Sehr praktisch. Viel angenehmer mit der Uhrzeit, mit einer angenehmen Stimme geweckt zu werden. Ja. Das nächste Schnäppchen kommt schon, Diana. Ja. Dankeschön. So. Und was ist für schwer? Ist ein bisschen schwer. Guck aber mal. Super schick. Super. Oh, die sind aber schön. Die sehen wirklich echt aus. Ein Dreier-Set, wohlgemerkt. Nicht einzeln zu haben, sondern ein Dreier-Set in drei verschiedenen Größen. Und wir reden von flackernden LED-Kerzen. Und das Geniale ist, die sind per Fernbedienung einstellbar und auch dimmbar. Das heißt, die kannst du also heller und dunkler machen, so wie du sie haben möchtest. Das passiert mir immer. Ja? Wirklich, ich habe so viele Haare so über Kerzen verbrannt. Verbrannt. Ja, ja. Wahnsinn. Das riecht immer so streng, wenn Haare verbrennen. Mhm. Oder? Ja, ja. Da weißt du riecht genau, nach Weihnachten. Wir haben übrigens auch einen Timer noch dran, dass die 2 Stunden nur an sind oder 4 Stunden nur an sind. Ja. Die Fernbedienung ist flacken. Natürlich... Mag flacken? Die flackern gerade flackern, hier, flackern, ne? Flacken hier. Jetzt flackern sie. Guck mal, wie cool. Ja. Sehen Soll sie? Ich sie mal auspusten? Die eine hast du nicht erwischt. Vorsicht, getropft. Nein, tut sie eben nicht. Ja, wir können sie auch wieder anpusten. Siehst
du? Magie. Das Magie. Ist ja großartig. So. Es ist nicht Magie, aber Kinder lieben das. Wir haben hier nämlich eine kleine Fernbedienung dabei, natürlich, mit der wir das ganz einfach dann an- und ausschalten können. Ja. Super praktisch, natürlich total ungefährlich. Die können Sie auch mal unter Vorhängen stellen, ins Kinderzimmer oder bei Diana in die Wohnung. Da werden keine Haare verbrannt, wenn Sie die einfach irgendwo... Die sehen auch so echt aus. Das ist ja auch echt Wachs hier. Schauen Sie mal, die Kerzen sehen super echt ja. aus hier. Oder zum Beispiel, wenn Sie haben Haustiere zu Hause oder kleine genau. Kinder. Weißt du, was kann passieren? Oh, es ist nichts passiert und sie ist ja. sogar noch an. Sehr stabil siehst auch. Du? Oder so. Zum Beispiel, wenn du, weißt du, diesen Abend, du machst deine Kerzen an, du guckst Movie, du isst etwas und dann, das ist so gemütlich, dass du kannst einfach einschlafen, ne? Ja. Und dann du vergisst deine Kerzen ausmachen. Aber mit diesen Kerzen, das passiert nie und das ist wirklich, wirklich ungefährlich. Super. Also für 10 Euro Dreier-Set kann man sich jetzt schon mal mit eindecken. Die nächste Weihnachtszeit kommt mit Sicherheit. Und auch jetzt so, aber auch im jetzt Badezimmer, da, auf dem Balkon, überall im, kann man im Sommer mal eben so in der Dämmerung, wenn dann irgendwann so abends, wenn man mit Freunden zusammensitzt, machst du ein paar Kerzchen an, das ist so eine schöne, angenehme Geschichte. Ja, die brennen nicht runter, können ja. Wind ab, also das ist alles toll. Ja, bestell dir mal jetzt die ZX6046, die 569. ZX6046, die 569, das Dreier-Set wohlgemerkt in drei verschiedenen Größen. Mit Flackereffekt, mit Timer, mit Fernbedienung, mit allem Komfort und zurück. Großartig. Ja, und du kannst bis zu 5-mal bestellen für nur 10 Euro. Ja. Unglaublich. Ja. Wir machen weiter. Jetzt kommt schon das... rotes Alarmlicht bedeutet Preisalarm das für uns. Das sieht aber so aus, als wenn das diese Endoskopkamera wäre, oder? Ja, brauche ich gar nicht auf den Umschlag zu gucken. Das ist sie. So, guck mal hier. Ich habe hier noch eine drin, die ist natürlich nicht angeschlossen. Ich weiß mal den Laptop rauf, dann gucken wir uns das mal an. Soweit ich das wir gucken mal, wie lang die ist. Wir gucken mal, wie lang die ist. Das ist okay, wir gucken diesen. Das ist nicht okay. Ist, ne, mach das so, nicht an. Moment, ich muss mal gucken hier. Gebt mir mal ganz kurz einen Moment Zeit. Das sieht mir so nach 5-6 Meter oder was aus. Guck mal hier, da kannst du nämlich mal in Ausguss gucken. In mit so einer ganz, ganz kleinen... Kamera, die da vorne drin ist. Da ist auch noch eine Lampe vorne drin. Die schließen Sie ganz einfach an Ihren Computer an. Egal, ob das ein Apple-Rechner ist oder ein Windows-Rechner. Und dann sehen Sie das hier richtig toll in schärfen Fünf Farben. 5 Meter. 5 Meter Kabel. Da kann man richtig tief in die Niederungen ihres Gewässersystems der Wohnung eintauchen. Das ist doch mal cool. Und gucken, was da los ist. Ne? So, ich bin gleich soweit. Sekunde. Kannst du immer mal gebrauchen. Kannst du immer Kamera mal gebrauchen. So Kamera. So. Das ist eine sogenannte Plug-and-Play-Kamera. Das heißt, die steckt man einfach ran, wird vom Computer sofort erkannt. Und ich sehe gerade, die hat auch noch einen Mikro-USB-Stecker. Wasserdicht, ne? Wasserdicht ist auch. Sie hat Magnethaken und Spiegel helfen beim Bergen von Schlüsseln, Ringen ja, und jetzt habe ich dich. Andere. So, jetzt pass auf. Wirklich einfach cool, angedockt. Ne? Und jetzt gucken wir uns das ganze Spektakel mal an. Wie macht ihr das immer mit dem Auge? Mach in Nase. Nein, nicht in Nase. Das wollen wir jetzt nicht sehen. Okay, Auge. So, pass auf, Moment. Auge. Auge. Oh, wie schöne Augen hast du. Ja, so, Achtung. Seht ihr das? Ich kann gerade nicht gucken. Guck mal. Also ich gucke mal woanders hin. Und das ist mit Licht sogar. Wirklich cool. Stark, oder? Kannst du auch dimmen, das Licht. Reich mal rüber. So, Moment. Ja. Sehr das cool. ist ja 5 Meter lang. Du kannst ja den Computer da stehen was? Lassen. Wir gucken mal meine Augen an. Und? Zeig mal, welche Farbe hast du? Blau-grau steht bei mir. Das ist zu näher. Du musst ein bisschen weiter. So? Soll ich mal die... Süß. Anuka, meine? Moment, soll ich mal ein bisschen... Ich will jetzt. Auch. So, jetzt, Achtung. Machen wir mal deine Augen, Diana. Blue Eyes. Auch toll. Mit den Wimpern, ne? Hast du keine Wimpern? Doch, aber nicht solche. Das ist ja der Hammer, ne? Also... Moment. Stark. Jetzt spielen wir natürlich damit rum, ich sag mal, wenn ihm mal irgendwas in den Siphon gefallen ist, ja, oder irgendwas runterfällt irgendwo, mal irgendwo rein, wo sie eben keine Möglichkeit haben, mal eben kurz zu schauen, was ist da Sache oder mal eben kurz auseinanderzubauen, dann können sie so eine Kamera natürlich super gebrauchen. Die ist also auch wind- und wetterfest, das heißt also auch mal wassergeschützt. Dementsprechend kann man sie auch mal in Nassbereich einsetzen, mal in Rohre gucken, ob da irgendwo ein Riss drin ist oder sonst irgendwas. Also eine sehr, sehr coole Kamera. Mit einem USB-Anschluss. Ist die nur fürs Laptop oder kann man die auch an Handy andocken? Die kannst du tatsächlich auch ans Handy Android anschließen. Mit Android-Smartphone, ja. Ja, ne?
für es auch. Bestellnummer NX4349 und die 560. Wirklich cool, ja? Ich habe das noch nie gesehen. Also nur bei Körben. Ein 5 Meter eine lange Endoskopkamera hier. Ein 2-in-1 Anschlussstecker, also können Sie per USB an jeden Rechner anschließen. Oder eben auch mit Micro-USB für Ihr Android-Handy. Das ist natürlich dann noch toller, dann hast du einfach dein Handy in der Hand und kannst sehen, was überall verborgen ist. NX4539 569 ist die Bestellnummer. Unser Preisalarm war das, also bitte nur einmal bestellen. Ja, aber das wollen wir immer mal haben, oder? Ich finde so eine Kamera großartig. Ja, für 10 Euro. Ja, die nimmst du mit. Mein Gott. Die nimmst du mal mit, falls es den Spaß macht. Aber im Motorraum und dergleichen kannst du die mal einsetzen. Im Motorraum, manchmal wissen wir, in Belüftungsschläuchen. Danke. Aha. Bitte. So. Ah. Wunderschöne Feuerzeuge haben wir hier. Feuerzeuge haben wir jetzt hier. Oh. So, ich habe hier zwei. Die sind wir beginnen mit schwarz an. So, wir haben jetzt hier ein sogenanntes elektronisches Feuerzeug mit doppeltem Lichtbogen. Das gute Stück ist akkubetrieben. Muss also hier auch nicht mit Feuerzeug, Gas oder Benzin oder anderen Spirenzien wieder aufgeladen werden. Das machen Sie ganz einfach mit einem USB-Kabel, einem handelsüblichen Netzteil. Und das ist mal eine schöne Variante hier, so ein bisschen outdoor-mäßig, ne? Ja, das ist es. Die kannst du nämlich bei Wind und Wetter benutzen. Die haben ja einen elektronischen Lichtbogen, der sich kreuzt. Und damit kann man Kerzen anmachen sogar. So stark ist die Kraft hier. Und sie haben keine Verbrauchsmaterialien, kein Gas, kein Benzin, keine Feuerzeuge. Und sieht dazu auch noch edel aus für nur 10 Euro. Das hält ewig. Und das laden Sie einfach mal mit dem USB. Verbinden Sie das und es wird dann geladen. Und wie viele Zündungen haben wir da? Ich glaube 400. Ich gucke gerade mal. Für bis zu 100 Zündungen. 100 Zündungen. Ist ja wurscht. Dann lädst du es eben wieder auf und dann funktioniert es wieder. Dann steckst du es einfach in den USB-Port und schon wird es wieder geladen. Ja. Ich zeige nochmal den Lichtbogen. Ich glaube, von meinem Hemd kann man es ganz gut sehen. Darf dabei nicht reden, das stört das Mikrofon. Ja. Ist schwierig zu erkennen auf die Entfernung, ne? Doch, sieht man. Sehr cool. Ich liebe diese Feuerzeuge, die sind großartig. Ja. Wetterfestes Gehäuse übrigens mit Deckel für Zündeinheit. Das heißt, die Zündeinheit liegt nicht frei, sondern ist entsprechend wettergeschützt. Perfekt mal für den Outdoor-Bereich. Ja. Da kommst du schnell mal, wenn du beim Wandern bist oder sowas, vielleicht mal eine Regenschauer oder sowas, da machst du manch ein Feuerzeug. Wenn der Feuerstein nass wird, dann auch gerne mal die Grätsche, da passiert gar nichts mehr. Hier ist das Ganze geschützt und wird immer funktionieren. Und das gute Stück haben wir jetzt in zwei verschiedenen Varianten. Haben wir einmal in schwarz mit der Bestellnummer NX1429 und der 569. Wir haben es aber auch noch mal in so einem, ich sag mal, Tarngrün. Oliv. Okay, dann eben Oliv, kein Tarngrün. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist Oliv? Ich finde das total, es ist total robust. Das sieht richtig, richtig für Outdoor aus. Sehr schicker Look. Und schauen Sie mal, Sie drücken einfach einen Knopf, dann geht der Deckel auf, sowohl beim schwarzen als auch beim grünen, beim Olivgrün. Dann drücken Sie den Knopf und kriegen hier diesen doppelten Lichtbogen. Ich mache es nochmal an. Und der ist stark genug, tatsächlich auch Kerzen anzumachen. Absolut sicher hier geschützt. Hier haben Sie noch so einen kleinen Bügel, der hier über den Knopf rübergeht. Dann können also in der Tasche nicht aufgehen hier. Wenn ich den runter mache und hier drauf drücke, geht der Deckel auf und hiermit mache ich dann die Flamme an. Schnalz. Zum Camping sowieso, ne? Ja. Aber Camping, da geht Man kann nass sein und so und hier alles verschützt. Also wirklich, und sieht wirklich klasse aus, ne? Das ist mal ein Feuerzeug, oder nicht? So ein komisches blaues, gelbes, grünes Einwegfeuerzeug. Ja. Das ist ja mit die größte Verschwendung. Wenn die leer sind, schmeißt du die weg. Auch gut, ne? Bitte? Hast du Feuerzeug und du bist so. Hast du Feuer? Ja, klar. Guck Hast du mal. Feuer? Ja, klar. Ich habe sogar eine offene Flamme für dich. Ja. So, jetzt sind wir bei der Variante Oliv. Natürlich auch wind- und wetterfest durch den geschützten Deckel. Und die hat die Bestellnummer NX1430 und die 569. NX1430 und die 569. Der Helmut aus Wien meldet uns innovatives Feuerzeug der heutigen Zeit angepasst. Und der Willi schreibt, ein Muss für stürmische Tage. Liebe Grüße nach Detmold. Beide natürlich mit 100 Zündungen und ganz einfach per USB wieder aufladbar. Denn die guten Stücke sind mit einem Akku ausgestattet. Gerne können Sie pro Stück bis zu 5-mal zugreifen. Sie haben ein schönes Geschenk. Und für 10 Euro, glaube ich, ist das an anderer Stelle so mit dieser Technik vor allen Dingen gar nicht unbedingt zu haben. Super praktisch. Super praktisch. Sehr robust. Und wie gesagt, bei Wind und Wetter kann man damit Feuer machen. Jetzt bin ich gespannt, was wir hatten noch gar nichts mit der Küche und kein Spielzeug. Und
Dankeschön. Keine Musik noch, ne? So, jetzt haben wir ein Spielzeug für die Küche. Oh, und keine Musik. Nein. Vor allem, richtig. Nicht Musik nur Musik, auch Audiobücher. Musik haben wir jetzt hier, wenn du Musik, Musik möchtest. Hörbücher, Podcasts so, ja. Und Telefonieren. So. Alles in diesem tollen, tollen In-Ear-Stereo-Headset. Cool. So, endlich mal so kleine Ohrstecker in Schwarz. Hm? So, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. So, die sind mal richtig cool hier. Ist das cool? Lange Sprechzeit übrigens hier. Moment, das kann ja wohl nicht sein. Dank der integrierten sparenden Bluetooth 5-Technologie liefern die integrierten Power-Akkus in den Ohren Energie für bis zu 120 Stunden, Carsten. 120 Stunden? 120 Stunden im Standby. Okay, im Standby. Also insgesamt 18 Stunden Laufzeit. Aber 18 Stunden ist schon der Hammer. Das würde bei mir für eine ganze Woche reichen. Cool, oder? Schau mal hier. Das war großartig. Steckt richtig fest, auch wenn du Sport machst. Aber guck mal, normalerweise alle diese Analoge von diesem Headset sind weiß. Okay. Toll, ne? Hält. Super. Und zweite, die kosten ab 150, 200 Euro. Ja, ja. Hä? Hier schwarz. Und für 10 Euro, das ist wirklich... 10 Euro. Das ist gar kein Preisalarm. Ich glaube, nee, ich kaufe das für mich und auch als Geschenk, ne? Hier, diese Box, die ist so... Ich habe gerade den Hörer drin, das ist so eine... Komm. Diese Box ist doch gleichzeitig Aufladestation, oder? Das ist das Geniale hier. Die Box, die ist ein Akku und sie tun ihre Ohrhörer da einfach rein und dann laden die wieder von dem Strom, der in dieser Box drin ist. Recht. So kommen wir eben tatsächlich auf 18 Stunden Spielzeit hier. Diese In-Ear-Kopfhörer, die kosten normalerweise ein Schweinegeld. Heute für 10 Euro. Super schickes Schwarz, ist auch mal was anderes. Bedienen lassen die sich übrigens auch. Ganz einfach durch Touch-Bedienung. Wenn man da einmal drauf drückt, wird es lauter. Wenn man zweimal drauf drückt, wird es leiser. Sie müssen ist genau in der Bedienungsanleitung drin. Auch als Headset, das heißt zum Telefonieren geeignet. Ganz einfach mit Ihrem Handy, Tablet oder Computer verbinden. Ich höre immer so Musik. Shake it. Weißt du, wofür die auch gut sind? Für Videokonferenzen. Weil normalerweise hat man Lautsprecher im Computer oder stellt irgendwelche auf oder hat diese dicken Kopfhörer immer auf. Die sieht man nicht. Die kann man einfach davor tun. Hervorragendes Mikrofon, tolle Lautsprecher. Ja. Oder bei FaceTime zum Beispiel, wenn jemand ruft dir an oder du, du kannst nichts, also das ist nur Lautsprecher funktioniert. Ja. Oder Headset. Ja. Das ist wirklich cool. Also ein Bluetooth-Headset hier. Ideal fürs Auto, im Büro und zu Hause natürlich. Hier für nur 10 Euro ist der Hammer. Kein Preisalarm, dürfen Sie bis zu 5 Mal bestellen. ZX1850 und die 569 ist die Bestellnummer hierfür. Ein ganz tolles, totales Trendprodukt. So viele Leute rennen mit diesen. So viele Leute rennen mit denen rum, ne? Du sagst, beim Sport hat fast jeder so eine rum. Wirklich, ne? Super, weil mit diesem Kabel, das bedeutet, du musst immer mit Handy drauf gehen, ja? Und hier in Gym sein. Aber zum Beispiel mit dieser, du kannst dein Handy einfach am Seite lassen. Mhm. Das ist wirklich bequem und praktisch. Ne? ZX1850 und die 569 ist die Bestellnummer. Können Sie ganz oft bestellen, bis zu 5 Mal bestellen, für nur 10 Euro. Nochmal, ein Bluetooth-Headset in der Farbe für 10 Euro mit 18 Stunden Laufzeit. Selbst die Popeligen hier aus dem Discount oder sowas liegen schon bei 15 bis 20 Euro. Und die kommen hier mit der Empfangsqualität, mit der Soundqualität dieser Kopfhörer nicht im Ansatz mit. Die hier kriegen Sie für gerade mal 10 Euro. Denken Sie sich doch ruhig mal mit ein. Auch den Artikel können Sie natürlich bis zu 5 Mal bestellen, wenn Sie möchten. Was hattest du? Ich hatte nicht die Kopfhörer. Nein, ich hatte die Kopfhörer. Hm. Okay. Diana kontrolliert die Sendung hier. Natürlich, Disziplin. Ein Trendprodukt des Sommers. Wir sagen aber heute den Mücken den Kampf an, oder? Heute sagen wir den Mücken, in der 5-Euro-Show hatten wir schon tolle Produkte. Richtig, so, hast du schon gesehen, Ingo ist verletzt. Mhm. Ich bin verletzt. Er hat mit einer Mücke gekämpft. Oh und sie hätte fast gewonnen. Fast gewonnen, ja. Die hat mir wehgetan. Ja. Oh nein. Letzte Nacht. Hättest du aber dafür gesorgt, dass sie gar nicht erst reinkommt, ja? Ja. Heute noch für Stammgäste und das macht man natürlich mit diesem... Mit diesem Fliegengitter, mit diesem selbstschließenden Fliegennetz für Türen. Das ist schön groß genug mit 1 Meter Breite und 2,20 Meter Höhe. Du kannst natürlich jederzeit zuschneiden auf die gewünschte Größe, wie man sie haben möchte. Das Schöne ist, sie hält lästiges Flatterviech ganz einfach draußen, dass du im Sommer also auch mal drinnen Licht anmachen kannst, ohne dass du gleich die Bude voll mit Mücken, mit Fliegen, mit Motten und sonst irgendwas hast. Ja?
Und wenn du durchgehen möchtest, kannst du das gerne tun, musst keine Tür öffnen und gar nichts. Der ist ein Magnetverschluss in der Mitte und der öffnet sich quasi wie von selber und geht hinter dir dann auch ganz einfach wieder zu. Logischerweise muss hier nichts gebohrt oder genagelt oder geschraubt werden. Hier kommen so Doppelklebebandstreifen, so Klettstreifen mit dazu. Ja, und dann hängst du es ganz einfach in den Sommermonaten, dann, wenn es losgeht, ganz einfach in die Tür rein und kannst es im Winter auch jederzeit wieder rückstandsfrei entfernen. Ich habe selber so ein Ding. Das ist echt praktisch, weil dadurch eben die Motten, die Mücken, alles, was fliegt, draußen bleibt. Das ist ein ganz engmaschiges Netz und Sie können einfach durchgehen. Es schließt sich automatisch hinter Ihnen wieder mit diesem Magnet hier. Schauen Sie mal hier. Guck mal, wie das schön geht hier auf und dann zack, schließt es wieder. Ist das nicht genial? Das ist äußerst praktisch. Genial. Es gibt ja diese, die einfach nur so hängen. Da bleiben aber immer Lücken dazwischen. Hier schließt es sich eben wieder automatisch magnetisch. Das ist eben das Geniale hier. Schauen Sie. Zack, magisch. Ist wieder zu. Ist Magie, ne? Mhm. Zauberei, Hexenwerk. Das Ganze hier für nur 10 Euro. Mhm. Passt an jede Tür. So. Ganz einfach zu installieren. Und hält dann die Plagegeister draußen. Für Balkon, Terrassen und Haustüren bis 1 Meter Breite. Einfachste Montage und das Produkt ist in jedem Fall zu empfehlen, sagt auch die Ulrike aus Magdeburg, da es sich selbstständig schließt und man sich nicht verhakelt. Also ein sehr schöner Artikel, gerade jetzt im Sommer, genau das, was man haben möchte. Übrigens auch im Herbst sehr zu empfehlen, denn im Herbst, wissen Sie, vielleicht kommen die ganzen Spinnen ganz gerne mal zu Ihnen rein. Wenn es draußen etwas frischer wird, suchen die ein schönes, gemütliches Plätzchen und da bietet sich der Bereich hinter Ihrem Sofa, hinter Ihren Schränken entsprechend an. Über dem Bett. Du weißt, ich habe ein kleines Problem mit einem achtbeinige Mitbewohner gehabt. Ja, du hast gesagt, du guckst im Bett, guckst nach oben und dann hängt da irgend so ein... Ja. Sie war so klein und zusammengekauert, ne? Und ich dachte mir, pass auf, solange du da oben in der Ecke bleibst und ich bleibe hier auf meinem Sofa sitzen, können wir Freunde bleiben. Und irgendwann hat die sich mal ausgebreitet. Wow, so ein Oschi. Das war echt ein Kaliber. Ein richtiges Kaliber. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Aha. Das heißt ein USB-Netzteil mit Smartphone-Ablage. Guck mal hier. So, pass auf. Für 10 ich Euro. Ich gebe mal eins weiter. Also guck mal, dieses Netzteil kostet schon, ja, bei uns. Ein Netzteil alleine kostet normale 5,69 Euro im Sale. 4 Stück. Hier kannst du 4 Geräte gleichzeitig laden und dein Handy da auch noch reinlegen. Ist dein Handy dabei? Nee. Aber nehmen wir mal den Umschlag. Den kann man ja auch da reinstellen. Ich glaube, das geht nicht. Umschlag ist zu... Da können Sie Ihr Handy reinstellen zum Laden, dann liegt das auch nicht doof in der Gegend rum. Aber ein 4-fach-USB-Netzteil ist schon der Hammer hier. Hier muss Handy sein. Ganz genau. Das ist großartig, wenn du ein Handy auflädst, du steckst immer das Netzteil in die Steckdose, hast ein langes Kabel, dann legst das Handy irgendwo hin. Wie oft bin ich schon an dem Ding vorbeigelaufen, hab's irgendwie entweder mit der Hand oder mit dem Knie oder irgendwie anders vom Tisch runtergerissen. Ja, hier hast du eine vernünftige Position, weißt, wo dein Handy ist, kannst es sogar als Aufsteller verwenden und zeitgleich laden. Und das eben nicht nur mit einem USB-Gerät, sondern mit insgesamt 4 verschiedenen USB-Geräten. Und selbst die Zuleitung ist schön lang gestaltet. Das heißt, da kannst du also mal ein bisschen weiter von der Steckdose weggehen. Auch wenn du so ein Gerät oder zum Beispiel am Schreibtisch oder was hast du, viele USB-Geräte stehen, kannst du sowas einmal nämlich neben den Computer stellen, Handy rein, siehst du sofort, wenn was kommt und kannst trotzdem entsprechend bis zu 4 Geräte laden. Finde ich großartig. Handy oder Tablet kannst du da reinstellen. Ja. 4 Geräte gleichzeitig laden. Cool. Und was super praktisch ist, hat einen An-Aus-Schalter noch dran. Das spart enorme Standby-Kosten. Wenn Sie ein normales Netzteil einfach in der Steckdose lassen, frisst das die ganze Zeit Strom und damit Ihnen die Haare vom Kopf. Das wollen wir nicht. Ja. PX2334 und die 569 ist die Bestellnummer für unser 4-fach-USB-Netzteil mit Handyständer. Das war sie schon wieder, unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Ne? Also, Sie haben jetzt 2 Stunden Zeit, also müssen Sie schnell sein, schnell anrufen und Ihr Produkt bestellen. Ich weiß schon, was ich mir gleich bestellen werde. Viel Spaß dabei. Tschüssi.